Guten Tag, alle miteinander. Wie geht es euch? Wir spielen heute das World's Easiest Game. So, guck, das machen wir nämlich jetzt. Also, was ist das denn? Du weißt direkt Bescheid, du wirst begrüßt von einer Katze und du hast die coolste Musik aller Zeiten. Du weißt genau, jetzt sind wir am richtigen verdammten Ort. Welcome to the World's Easiest Game. Your reputation as an intelligent individual precedes you. Das ist, danke, das ist sehr, sehr schön. Also, mein Ruf als intelligentes Wesen, weißt du, stürmt mir quasi voraus, weil ich so klug bin mit K. That, however, is not the name of the game today. I'm Queasy Cat and due to an unfortunate condition, I cannot stand the sight of a difficult question. Of the following questions will be easy, I mean really easy. Don't make them difficult or you will fail. Also das Ding ist, das ist eine Katze, die ist fürchterlich krank und kann deswegen überhaupt nicht ausstehen, wenn sie irgendwie schwere Fragen zu sehen bekommt. Und deswegen sind sämtliche Fragen, die jetzt gleich uns gestellt werden, das ist scheinbar ein kleines Quiz, fürchterlich einfach. Und wir sollen sie uns nicht schwerer machen, als eigentlich sind, weil ansonsten fliegen wir fürchterlich auf die Fresse. Ist das nicht fantastisch? Komm, also das kriegen wir hin. Like me, we get only 9 lives. Toll, wir kriegen 9 Leben, wie eine Katze. The word race car. Und Moment, ach, das, ich dachte gerade, die zählt runter. Is the same forwards than backwards and upside down? Also rückwärts und Dingsbums auf jeden Fall. Ist bestimmt wahr. Incorrect. Welcher Staat ist das? Woher soll ich das wissen? North Carolina, Oklahoma, Ontario oder der Iran? Das sieht mich. Das erste, was ich gerade im Kopf hatte, war irgendwie Kanada, deswegen nehme ich jetzt mal einfach Ontario. Dein Arsch ist inkorrekt. Wie denn? Was denn? How many cups in a quart? Was ist ein Quart? 4. Also wegen wie Quarter-Ding. How many quarts in a gallon? Wie viele Quarts sind in einer Gallone? 4. Okay, danke. Was ist 2 plus 2 plus 7 minus 7? Also 4. Ist die Antwort immer 4. How many sides does a square... Also wie viele Seiten hat ein Quadrat? Ja, auch 4. Was? Wie viele Seiten hat ein Rectangle? Ja, auch 4, oder nicht? Ein Rectangle ist ja ein Rechteck, meine ich. Also auch 4. Okay, alles ist gut. Alles ist, wir haben eine Geburtstagstorte bekommen. Was genau geschieht? Ich habe keine verdammte Ahnung. How many... Wie viele Beine hat dieser Hund? Ja, 4 auch. Es hat ja noch ein 5. zum auch noch draufstehen. Was? Alter, wenn du in einer halben Spinne die Arme, die Beine abmachst... Weil du ein gewalttätiges Arschloch bist. Wie viele Beine hast du dann immer noch? Ja, 4. Gehe ich recht an, dass die Antwort irgendwann nicht mehr 4 sein wird? Wie viele Jahreszeiten hat ein Jahr? Ich traue diesem Spiel nicht zwingend über den Weg. Wie viele Finger hat die menschliche Hand? 5. Nein, der Daumen zählt ja nicht als Finger. Zählt der Daumen als Finger? Warum zählt der Daumen denn als Finger? Der Daumen ist ja ein Finger, aber das macht gar nichts. Wie viele Fragen hast du bis hierhin beantwortet? Oh, Moment, da steht 12. Da steht 12. Wieso? Da steht aber... Da steht oben 12 bei dem Fragezeichen, Alter. Wieso? Welche Form hat ein runder, roter Gummiball? Vermutlich eine Sphäre. Welche Farbe hat ein runder, roter Gummiball? Rot. Ein Spiel bestehend aus Fangfragen, zumindest denke ich das. Mary und Susie ordert eine Pizza. Also Mary und Susie haben sich eine Pizza bestellt. Mary hat 2 von 4 Stücken gegessen und Dingsbums hat 4 von 8 gegessen. Beide haben gleich viel gegessen, oder nicht? Doch, ja klar, die haben beide gleich viel gegessen. Was sind die Vereinigten Staaten von Amerika? Das weiß ich sogar. Da kriegen wir einen Smiley für, das heißt wir kriegen Type the Number 4. Ich hab die Nummer 4 gemacht auf dem Nummernpad. Oder musste ich The Number vorschreiben? Nein. There are 8 miles of woods by your house. Also es sind 8 Meilen Wald quasi neben deinem Haus. Wie weit kannst du in den Wald hineinlaufen? Soweit ich will. Warum nicht? Irgendein Mann möchte die Schwester seiner Witwe heiraten. Da war das. Die Schwester seiner Witwe. Ja, warum denn nicht? Da war nicht. Ist das rechtlich so vorgeschrieben? A centennial anniversary is a celebration of how many years? 100. Hoffe ich. Immerhin sind wir so gut. Ein Dreieck ist der eine... Was? Is a triangle the only basic shape with 3 sides? Also ist ein Dreieck das einzige, die einzige Form mit 3 Seiten? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich... Wir sagen jetzt mal einfach nein. Was ist dein Name? Krutz. Wenn da jetzt falsch steht, ne? Danke, fantastisch. Dafür bin ich zusammen auf plötzlich ein Mexikaner. Wir müssen öfter mal Mexikaner haben. Fill the missing letters in order to form words in the horizontal and vertical direction. Also wir müssen jetzt quasi Buchstaben hier einfügen, sodass
vertikal und horizontal Bücher, Wörter entstehen. Hier Leck. Das passt auf jeden Fall schon mal. Warte, wir waren sogar groß. Leck und Gel. Leck, Gel. Und dann machen wir hier noch, was ist denn, was, Eve. Und dann hier auch. Warte mal, das ist ja dann auch, ja genau, Eve. Dann. Das sind doch alles Wörter, you lose, play again. Ja, komm, du triebst mich heute noch mit der Musik. Obwohl ich eigentlich recht hatte, mein kleiner Freund. Das kann man schon mal so stehen lassen, du Arsch. Plötzlich ein Zombie-Shooter. Korrekt. Oh, wir spielen Tic-Tac-Toe. Moment. Das kann ich bestimmt. Warte mal, so können wir den natürlich jetzt... So. Und dann kann ich natürlich zum Beispiel... Ich bin sehr, sehr gut in Tic-Tac... Moment, ich habe ja gewonnen. Läuft, guck. Only Smarty Pants Windows. Das ist Ding in Texas. Das ist Texas. Das weiß sogar ich. Also bin ich ein Smarty Pants. Weißt du nicht, dass ich mir Smarties in die Hose schütten muss? Er hat ja mal irgendwie 200 Kilo hier liegen von freundlichen Spendern. Also läuft. Der hätte mir quasi eine Buchse ganz komplett mit voll machen. Was ist am weitesten weg? Jupiter, Mars, Pluto oder der Mond? Ja, der Mond jedenfalls schon mal nicht. Wahrscheinlich Pluto? Genau. Weil der ist nämlich ganz weit weg. Ganz weit ist der. Type the number 4. Moment, wir nehmen jetzt mal. Ach so, ich darf nicht das Nummernpad nehmen, sondern muss die Taste oben auf dem Dingsbums nehmen. Ist der Pope der Papst katholisch? Ja. Hurra. Was ist 5 plus 8? 3. 8. Kann ich jetzt mal bitte irgendwie einen Schulterklopfer bekommen hier? Letter Words. A Pirate Edition. Ach so, wir brauchen wieso ein Wort mit 4 Buchstaben. A Pirate Edition should know how fireworks. Das ist ja lustig. Das ist ja unglaublich lustig. Also ein Feuerwerk, Dingsbums sollte wissen, wie Feuer funktioniert quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What's the next number in the sequence? 7. Incorrect. Das ist manchmal wirklich geil. Das ist jetzt. Ich traue dem Spiel eigentlich nicht, aber irgendwie dann doch mittlerweile. How many questions have you answered so far? Jetzt 10 steht ja da. Und Moment, das ist 10, das heißt, wir haben 9 beantwortet. Alter, richtig gedingsbums. Das ist Bear Poo in the Woods. Ja, nee, eben nicht. Der macht ja in das Haus da rein. Nein. Also doch. Was? Turn on the light bulb. Wir sollen das Licht einschalten. Okay. Schlimmer war jetzt eigentlich nur der Typ, der da mit seiner Nachtsichtbrille saß und den ganzen Scheiß auch noch beigewohnt hat. You walk into a restaurant. In the room there are 10 people who are 21 years old, 3 people who are 26 years old, and 7. Also du gehst in ein Restaurant, in dem Raum sind 10 Leute, die sind 21 Jahre alt, 3 Leute sind 26, 7 Leute sind 29 Jahre alt und 9 Leute sind 31 Jahre alt. 17 davon sind männlich. Wie viele Leute sind in dem Restaurant? Ja, Moment. 10 plus 3 sind auf jeden Fall schon mal 13, plus 7 sind 20, 29, oder nicht? Die 17 Männer, die sind ja scheißegal. Ja, Moment. Habe ich mich jetzt tatsächlich verzählt? Haben wir das schon? Nee, das sieht mir, keine Ahnung, fast nach... Was ist denn das? Was hat denn hier so Inseln unten dran? Bestimmt Alaska. Tatsächlich. What is the first word in the sentence? What? Okay, da ist small plane crash. Also ein kleines Flugzeug ist abgeschmissen und jede einzelne Person ist gestorben. Wähle aus, wer überlebt hat. Ja, keiner. Es sind ja alle gestorben. Jessica Albertson, ja? Hat die eventuell irgendwas mit Jessica? Aber nein, vielleicht auch nicht. Ja, dann. Plötzlich ein Haufen Hunde. Ja, ist besser, als wenn die einen Haufen hier liegen lassen. Das wäre irgendwie auch wieder doof, wird stinken. What is your name? Was ist denn, wenn ich jetzt einen anderen eingebe? Ist immer noch korrekt. Ja, fantastisch. Ich habe sogar zwei Namen. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand anders sitzt und sagt, ich habe mich in dein Wohnzimmer geschlichen, um dieses Spiel zu spielen. Alice ist 14 Jahre alt. An ihrem Geburtstag steigt sie in ein Auto und fährt in Richtung ihrer Freundin Samantha. At the same time, her friend Emily starts cycling at the speed of 10 miles per hour towards Samantha's house as well. How old was Alice? 14. Was? Bitte, how many rabbits? 2. Welcher davon ist der Elefant? Ich bin so stolz auf mich, das ist Wahnsinn. Wie viele Dalmatiner? 101. Was ist, wenn ich jetzt 5 eingebe? Es sind 6. Warum? Soll ich das jetzt dann wissen, oder was? Das sind 23.
Das ist ja fantastisch. Das ist ja absolut fantastisch. Ja, Firework. Welche Form hat das? Dreieck, Dreieck, Dreieck oder Dreieck? Ja, jetzt überleg mal. Jetzt müssen wir ganz genau überlegen. Wir nehmen mal C wie... Kurz. Du hast 5 Schokoriegel in der Schüssel und nimmst 3 raus. Wie viele hast du dann? Ja, immer noch 5. Ich hab ja nur rausgenommen. Da stand ja nichts weiter. Guck, siehste. Shoot the Mob Boss. Moment, was? Das ist aber kein Boss. Wir müssen mal, wer ist davon denn der Boss? Was soll ich denn wissen? Shoot this guy. Du kannst mir doch nicht sagen, ich soll den Typ da erschießen und dann ist... Falsch. Which country is bigger? England in so groß gesucht und die United States. Swim to safety. Ja, Moment. Was muss ich machen? Achso, ich kann mit Tastatur. Korrekt. Ja, gut auch. Wait 12 seconds. Moment. Nenne ein Körperteil, das rückwärts genauso geschrieben, also genauso dingsbums wie vorwärts. Was weiß ich denn? Ei ist so. Alter, guck, da sind wir jetzt aber Gott sei Dank noch drauf gekommen, Alter. Alice war vorhin schon keine 14 mehr, deswegen sagen wir mal, Alice war dann 13. Ach, das ist jetzt korrekt. Ach, das hat sich darauf bezogen, wann die Tante mit dem Fahrrad losgefahren ist. Warum? Was ist die Nummer zwischen 1 und 2? Das ist ein Mensch. Die Katze steckt schon wieder ihren Arsch ein, wo ich schreiben möchte. Das ist nicht nett von dir, Mr. Katzinkentyp. Haben wir schon mal 34 Fragen richtig beantwortet? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier jetzt richtig? Wo soll ich das wissen? Human. Incorrect. Dein Arsch ist incorrect, Mann. What is your name? Helge. So, guck, der sind wir jetzt. Wir sind jetzt Helge. The word I is the same forwards and backwards and upside down. Ja, eigentlich ja nicht, weil das ist ja dann was anderes. Also, es ist ja falsch. Ja, danke schön. Also, das Y ist ja verkehrt schon. Ich kann nicht lesen, was es steht. Letter word, I'm a sap for tree jokes. Was weiß ich. So korrekt, das ist so richtig, wieso das denn? Ich hab doch gedacht, was zur Hölle, Mann? Is this the world's easiest game? Ja. Welche Rot? Rot. Er ist immer noch rot. Wir haben 40 Fragen gleich beantwortet. What is the first word in the sentence? Ja, what immer noch. So, guck, soweit so gut. Wir haben 40 Fragen richtig beantwortet. Oder zumindest beantwortet. Ob wir die richtig gemacht haben, sei mal dahingestellt. Mit welcher Hand rührst du Suppe um? Mit meiner rechten. War das Ontario? Das war immer noch nicht Ontario. Nein! Wir haben verloren, aber wir waren so gut wie noch nie, weil wir das Spiel noch nie gespielt haben. Ist auch fantastisch. Wir müssen das Positive sehen, meine Damen und Herren. Dafür bitte Like-Button kaputt. Und so, in den Kommentaren, kloppen wir auch erstmal. Und in den Kommentaren, was sind denn eure Rekorde in diesem wunderbaren Spiel? Was gibt's denn noch so für wunderschön einfache Spiele, die auch ich beherrschen könnte, eventuell? Und ansonsten, ja, Level 5, Level 35. Wenn du einen Computer hast, musst du dieses Spiel probieren. Vikings Online Gratisspiel. Hashtag definitiv nicht gesponsert. Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkt noch weise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.